Kennst du das Salz, die Gewürze und die Sünden? Der Indische Ozean ist voller Geheimnisse und Mysterien. Das Schmugglerversteck von St. Anne ist eins davon. Was immer ein Pirat braucht, hier findet man es. In St. Anne machen wir aus Glück ein Vermögen. Skurlock erleichtert uns den Einstieg. Dieser Brief beweist, dass du ein würdiger Pirat bist. Hey, sieh nicht mich an. Nur du kannst Skurlock überzeugen. Ich? Heia, ich habe meine Chance nicht genutzt. Wir brauchen Skurlocks Treue nicht, um Ruhm und Einfluss zu gewinnen. Nur seine Verbindungen. Ein ordentliches Schiff wäre ein Anfang. Außer du willst es dir auf der Dau gemütlich machen. Ich bleib beim Schiff, während du an Land gehst. Und kümmere dich nicht um den Abschaum, Captain. Denk daran, wir sind nur dem Wind Rechenschaft schuldig. Sieht ganz schön fertig aus. Hält höchstens 2-3 Tage durch. Tage? Dieser Kadaver zerfällt doch jetzt schon. Und stinkt übel nach Walpisse. Ich gebe nichts auf Prophezeiungen. Das Seevolk wird den Fahrern garantieren. Ihr gehört zu den Überlebenden aus dem Schiffswrack. Eure Lage muss sich verbessert haben, wenn ihr Lagerraum braucht. Ihr macht wohl alles richtig, wie die fleißige Ameise. Kommt wieder, wenn ihr Lagerraum braucht. Wird noch mehr abschauen, Mann. Wer sich mit Skurlock anlegt. Der hier hat den Schiff überlebt. Das sieht wohl so aus. Ein Überlebender. Kommt rein, Sprotte. Erledige das. Oder lass dich nie wieder hier blicken. Du tauge nichts. Die Briten versenkten mein Schiff und meine Fracht. Doch euch spuckten sie wieder aus? Ich hoffe, ihr seid nicht wertlos. Ich brauchte diese Waren. Wisst ihr, dieser Hafen gedeiht nur durch Töhlings Gunst. Dieser Händler ist so reich, er pisst flüssiges Gold. Doch ich bekam nur einen Brief. Dieses Schwein reibt mir seinen Arsch ins Gesicht. Ich schicke eine volle Ladung und er verlangt das Dreifache. Ich brauche mehr Kapitäne. Ihr habt ein Näschen für Geschäfte. Ich kann euch einigen Händlern vorstellen. Aber ihr braucht einen größeren Frachtraum. Ich sah, in welcher Nussschale ihr angespült wurdet. Kaum mehr als Treibgut. Ihr habt Schneid, aber ihr seid noch nicht bereit. Ihr wollt raus aus den Lumpen und auf ein richtiges Schiff? Macht euch einen Namen und verschafft euch Respekt. Dann wird euch Gutes widerfahren. Tut das, und ich mache euch zum berüchtigsten Piraten der 7 Weltmeere. Jetzt verschwindet. Wir sehen uns bald wieder.
traue nie einem Piraten. Unsere Pissnelke von Captain hat einen Schiff beim Kampf. So eine Scheiße, und jetzt? Jetzt gehen wir in einem Fischerboot auf Katerfahrt. Ah, ihr seid der Seetang, der vom Wrack der Exeter angespült wurde. Skurlock mag Potenzial in euch sehen. Ich sehe nur einen möchtegern Piraten mit einem Pissfleck am Hosenlatz. Sagt mir, was sieht der Piratenkönig in jemand, der so abgerissen ist wie ihr? Passt auf, dass euer Drang nicht von Skurlock gesteuert wird, sondern nur von eurem freien Willen. Gewieftheit ist der Kompass eines Piraten, vergesst das nicht. Ich nehme an, ihr sehnt euch nach einem Schulterklopfen, Schätzen in den Stiefeln und John Skurlocks warmer Umarmung. Ha! St. Anne schlitzt euch eher die Kehle auf, als sich Paradies nennen zu lassen. Ich kann euch das mächtigste Schiff des Indischen Ozeans bauen, so wie Skurlocks Margareta. Doch wie ihr es durch die Gezeiten steuert, liegt allein an euch, Kapitäni. Ein Pirat steuert sein Schiff. Doch wie es sich im Monsun verhält, hängt vom Baumeister ab. Besucht meinen Freund Seen, den Zimmermann. Er hilft euch mit den Werkzeugen, die ihr braucht, um Material für ein Schiff zu sammeln. Passt gut auf euer Schiff auf. Ujambu. Ihr habt euch bisher an einen Fetzen Glück geklammert. Um euch hier einen Namen zu machen, muss Blut an euren Händen kleben. So sind die Piraten. Wenn ihr den Ruhm nach dem Gewicht der Geldbörse messt, seid ihr in St. Anne richtig. Wir können uns gegenseitig helfen. Bringt mir gutes Material, dann bekommt ihr die besten Werkzeuge der Roten Insel. So machen wir uns beide einen Namen. Vielleicht kommen wir wieder ins Geschäft. Habt ihr einen Auftrag für mich? Ein Huhn, das Krokodileier ausbrütet, verdient es nicht besser. Ich fürchtete, euch nicht wiederzusehen, wie die anderen, die wir zum Holzholen in krokodilverseuchte Gewässer schickten. Macht so weiter, dann wird eurem Glück nichts im Wege stehen. Ihr seid nur einen Schritt davon entfernt, euch euer eigenes Schiff zu sichern. Ihr habt es weit gebracht, seit ihr Treibgut an der Küste gesammelt habt. Wenn ihr Silber habt, verkaufe ich euch gestohlene Baupläne der Kompanien. Mit dem richtigen Material könnt ihr ein Schiff bauen, das es mit ihren Besten aufnimmt. Seht euch das an. Ein eigenes Schiff und eine Küste, an der man sein Glück finden kann. Sprecht mit Thomas, dem Schmied. Falls ihr nicht vorhabt, das nächstbeste Kompanieschiff einfach zu rammen, kann er euch Kanonen bauen, mit denen ihr es versenken könnt.
Normalerweise würde ich einen niemand wie euch nicht mal mit dem Arsch angucken. Aber ich habe gesehen, dass die Geschützluken eures Schiffs erschreckend leer sind. Ihr seid ein hungriger kleiner Fisch, was? Passt auf, dass ihr keinen Kompanieköder schluckt. Die würden euch fachgerecht ausnehmen. Seit dem Schiffbruch der Exeter mangelt es hier an allem. Die Kompanie weiß das, also erhöht sie den Druck. Bringt mir Vorräte, dann mache ich euch Waffen zum Aufspießen der Frösche. Bevor ihr ein Stück aus der Kompanie rausbeißen könnt, müssen euch erstmal Zähne wachsen. Im Moment herrscht da gähnende Leere. Ihr braucht Vorräte. Die müsst ihr selbst besorgen. Also, schwingt die Hufe. Wie euch kennt man nicht gern. Wenn ihr Metallwaren braucht, mein Amboss ist bereit. Er sauft mir ja nicht in einer Pfütze. Wie läuft euer Tag, Pirat? Diese feurigen Kanonen gehen durch die zarten Kompanierümpfe wie durch Butter. So, ihr habt die Decks geschrubbt, die Kanonen poliert und die Weichteile gewappnet. Gut, dann könnt ihr euch endlich mit Kompanieschiffen anlegen. Die arroganten Hunde bedienen sich ganz gern mal an meinem Eisen. Sprengt sie in Stücke! Nutze die Geheimnisse und Gelegenheiten von St. Anne zu deinem Vorteil und feile an deiner Legende. Die See ruft, Captain. Antworten wir? Bereit, wieder in See zu stechen? Thank you.
Fernrohr, Captain. Identifizier die französischen Hunde. From outcast the kingpin was born upon the sea. Versenken wir das Schiff samt Mannschaft. Es wird reichlich Wrack zu plündern geben! Kapitän, der Wind steht uns im Rücken! Alle bereit!
über Bord kämpfen. Bleib weg! Das sind Piraten! Feuer eröffnen! Auf Gefechtsstationen, los! Auf unsere Bord! Nein, die wirklich, sie entkommen uns! Die sind gleich unterwegs in ihr nasses Grab! Wir sind daheim! Anker vorbereiten! Ich mache euch eine gute Waffe, aber tut euch nicht weh damit. Diese Frösche leisten kaum Widerstand. Hm? Das habt ihr gut gemacht. Eure Taten klingen bei jeder Erzählung heldenhafter. Ihr habt den anderen Piraten in Saint-Anne imponiert. Sie würden gerne mit euch handeln. Und ich habe auch noch mehr Aufträge, vorausgesetzt ihr traut euch. Der nächste Auftrag wird hart. Doch zieht ihr ihn durch, dann wird sogar Skarlok davon hören. Also, auf Kriegsschiffen der Kompanie finden sich seltene Teile, für die ich gut bezahlen würde. Wenn sie sinken, sind sie für immer verloren. Ihr müsst die Schiffe entern. Ihr kennt Skurlock? Ich hatte leider nie die Ehre. Ihr müsst wichtig sein. Ich bin immer hier. Und Captain, setzen wir die Segel? Thank you.
Hey, Captain. Geht's an Bord?